So, und dann machen wir noch unsere Handschuhe auf T8. Und dann ist Upgrade-Event. Das heißt, wir werden heute upgraden. Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Flife Legacy. Wir sind mittlerweile Level 598, es fehlen noch 4% und dann nochmal ein Level Up. Und dann bin ich endlich 600, dann machen wir die Klassenquest auf jeden Fall. Eventuell machen wir es aber schon heute. Vielleicht. Wenn ich schon zwei T6-Items zusätzlich zu den T8-Items besitze. Weil dann kann man nämlich schon Ultimate mit einer 100% Wahrscheinlichkeit machen. Aber das müssen wir mal gucken. Vorher fusionieren wir noch ein bisschen. Genau, T8-Gauns haben wir jetzt auch. Aber naja, gut, okay. Also wir haben eine T6-Rüstung, reicht nicht. Keine Handschuhe, einmal Schuhe reicht nicht. Und ja, damit. Achso, und Helm. Helm haben wir auch noch einen T6. Ja, genau. Also, wir können sowieso noch kein Ultimate mit einer 100% Wahrscheinlichkeit herstellen. Aber fast, ja, fast. Also, wir müssen uns jetzt sputen, schnell Level 600 machen. Und dann können wir schon mal die gesamte Rüstung auf Ultimate machen. Genau. Relativ schnell zumindest. So, und dann machen wir noch unsere Handschuhe auf T8. Und dann ist Upgrade-Event. Das heißt, wir werden heute upgraden. Yeah. Jetzt sind wir quasi komplett T8 unterwegs. Sehr nice. Also, was die Rüstung angeht, Schmuck ist komplett T7, Waffe ist auch noch T7. Wird sich hoffentlich auch sehr bald ändern. Und ja, Upgrade-Event, wie gesagt. Das heißt, es wird ordentlich reingebuttert. Vorher machen wir noch kurz Begleiter. Und was gibt es sonst noch? Ja, eigentlich nur Begleiter. Ich denke, das ist das Einzige, was wir heute noch machen werden. Das heißt, Begleiter-Gacha-Lager. Zack, 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 zack. Ich denke immer, dass es so viel ist, wenn man es so tagelang macht, aber es ist irgendwie trotzdem voll wenig. Für ein Level-Up reicht es, das ist das Mindest. Das ist das Einzige, was zählt. Yeah. Das war gar nicht so wenig. Und dumm-di-dumm. 13.000 Kampfkraft. Sehr nice. Level 67 sind wir mittlerweile. Mit dem blutigen Koloss. Ist nicht schlecht, würde ich sagen. Und wir haben jetzt auch 4,35 Millionen Kampfkraft. Vorher war es, glaube ich, 4,28 oder 9. Eins von beiden, aber auf jeden Fall jetzt ungefähr 70.000 Kampfkraft schon wieder dazu bekommen. Und jetzt der Moment der Wahrheit. Wir haben letztes Mal, falls ihr euch noch daran erinnern könnt, das ist jetzt ja ein paar Wochen her. Knapp 2 Monate wahrscheinlich, sowas in dem Dreh. Achso, ja gut, Schatzkisten könnten wir auch noch öffnen. Ach ja, stimmt, das ist das Schatzkisten-Event, ne? True. Ja, das ist gar nicht so schlecht, ey, weil da kriegt man nämlich auch glänzendes Orichalkum und sowas raus. Sehr gut, dann machen wir die noch schnell auf. Beziehungsweise Rollen des Schutzes können wir ja auch kriegen. Gut, okay, eine bringt uns jetzt nicht wirklich viel. Aber egal. Waren eigentlich viele. Event hat ja heute erst angefangen. So, noch ein bisschen Ruhm und Ehrenpunkte. A little bit of Penya. Ups. Genau. Okay, also wir haben glänzendes Orichalkum haben wir sehr viel. 1300 knapp. 1200 irgendwas. Und, na gut, normales Orichalkum haben wir 1500, aber das brauchen wir eigentlich eh nicht. Und zerbrochene, normale Murmelfragmente haben wir 300 mehr als zerbrochene Murmeln. Und selbst wenn wir ein paar mehr verbrauchen würden, wäre es nicht so schlimm, weil man kriegt ja sowieso mehr Murmelfragmente als zerbrochene Murmeln. Also sollten wir da ein bisschen zu viel sozusagen erstmal aufbrauchen, sollte man das eigentlich im Normalfall wieder kriegen. Also du kriegst ja immer mehr Murmelfragmente. Das heißt, wenn du dafür mal zu wenig hast, die kriegst du ja früher oder später wieder. So, und dann würde ich sagen, let's go. Alles ist plus 12, bis auf unsere Kette und unser Bogen. Das heißt, genau diese beiden Dinger gehen wir mal als erstes an. Würde ich sagen. Jetzt wieder schön den Chat zu spammen. Ah! Ah! Alter, die war schon dreimal plus 11. Oh mein Gott. Wow, schon wieder plus 11. Oh mein Gott. Okay, vielleicht soll ich doch eher plus 11 anpeilen. Oh mein Gott. Ist das wirklich eine 60% Chance? Fühlt sich nicht so an. Also bei plus 6. So oft wieder schon auf plus 5 zurückging. Oh, war ja.
Oh, weia. No way. Ja? Oh mein Gott, schon wieder plus 11. Oh mein Gott, wir waren schon viermal auf plus 11. Oh Gott, was ist hier denn los? Okay, wisst ihr was? Wenn es das nächste Mal auf plus 11 ist, lassen wir es. Ja, falls wir das jemals nochmal schaffen. Oh mein Gott, schon wieder plus 5. Ich werde halt alle meine Orikaikom halt für diese dämliche Kette verbrauchen. Was zum Teufel? Ja, plus 10, come on. Ja, plus 11, warte. Oh ja. Jetzt hatte ich den Morin, dass es funktioniert, okay. Puh. Jesus. Alter, das hat uns legit fast 400 Orikalkum gekostet. Nur um die einmal auf plus 12 zu kriegen. Was zum Teufel? Uff. Uff. Warte mal, wie viele Schriftrollen des Schutzes habe ich eigentlich? Jetzt mal ganz blöd gefragt. Also bringen die mir überhaupt was? 16. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber braucht man nicht irgendwie 25 oder so? Also jetzt natürlich nicht, aber bei einem höheren Upgrade. Das kostet ja, meine ich, immer mehr. Oh, nice. 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 Die Waffe ist richtig verflucht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also diese Waffe ist wirklich meine schlechteste Upgrade-Experience, die ich in dem Spiel jemals hatte. Ich spiele es noch nicht so ultra lange. Aber das ist wirklich, what the hell. Was stimmt mit dieser Waffe nicht? Also mal kurzzeitig wieder plus 10, da haben wir by the way angefangen. Also mein Ziel wäre halt plus 12 wieder, sie war glaube ich schon mal plus 13. Oder? Oder ist es, warte mal, na vielleicht ist es, vielleicht verwechsel ich die auch. Nee, die ist plus 11. Ja doch, doch, ich meine schon, dass die mal plus 13 war. Ich bin mir sogar relativ sicher. Oh? Wie viel Schriftraum würde das jetzt kosten? 5, das ist so ein Scam. Ja! Okay, let's go. Okay, wir haben wieder alles auf plus 12. Oh mein Gott, okay, das war mein Mindestziel, was ich erreichen wollte. Weil hier waren wir mal. Hier waren wir schon. Vor Monaten war ich schon hier bei alles plus 12. Und dann habe ich es so dämlich versaut. Weil meine Gesegnete, genau, ich hatte nämlich vorher die Gesegnete T6, die war nämlich auch plus 12. Das heißt, wir hatten alles auf plus 12 mal kurzzeitig. Das heißt, jetzt bin ich wieder auf dem Stand von vor Monaten. Das ist halt ganz schön traurig. Gut, und jetzt würde es 6 Schriftrollen kosten. Das heißt, wir könnten es zweimal probieren. Es wird halt so safe nicht funktionieren. Oh, no much. Okay. Ja gut. Na gut, dann habe ich eigentlich alles erreicht, was ich wollte. Jetzt ist die Waffe plus 13. Und wir haben 4,5 Millionen Kampfkraft. Weil in dem Bereich machen die Upgrades dann tatsächlich schon einen Unterschied. Wobei man sagen muss, die Kampfkraft ist nicht automatisch auch das, was du wirklich spürst. Also es ist wirklich fraglich, ob das jetzt so viel Unterschied macht. Ich denke ehrlich gesagt nicht, aber ja. Und naja, zum Upgraden gehört natürlich nicht nur Plus machen, sondern natürlich auch die schönen alten Runen und Fusionen. Na, Fusionen? Na, ignoriert das zweite, was ich gesagt habe. Die schönen alten Runen und Karten, wollte ich eigentlich sagen. Das heißt, wir ballern alles, was wir hier haben, in unser Equipment. Bis auf die Erdekarten, die brauchen wir nicht. Aber sonst alles. Oh man, ich freue mich jetzt schon. So, was können wir hier machen? Plus 41 haben wir es, bis plus 80 geht's. Wir haben 500 Karten. Jetzt sind wir bei plus 46. Okay, hat gefühlt gar keine Kampfkraft. Ich hab gerade ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet, wie viel Kampfkraft es gegeben hat. Wie viel gibt eine Karte? Ach, gibt auch. Naja, wobei bei der Waffe was mehr. Aber trotzdem, es waren Peanuts. Genau, dann beim Anzug hat man das Problem, dass der auch Feuerkarten braucht, was sehr blöd ist. Handschuhe haben wir Wind. Plus 48 ist unser höchstes, oder? Ja. Und Stiefel, na, wird wahrscheinlich auch 48, ja. Genau.
Alright, dann haben wir das. Dann kommen wir zu den Runen. Da haben wir. Oh mein Gott, wir haben 800 und bis zu 17.000 wären möglich. Ja, moin. Irgendwann, ich sehe es schon kommen. Irgendwann wird einfach mein Handy abschmieren. Irgendwann wird einfach mein Handy abschmieren. Alle seelengebundenen Items wurden. Als ob ich 230 ungebunden. Was? Niemals. Als ob ich 230. Hä, hey, Moment mal, mehr ungebundene als gebundene? Echt? Oh, wusste ich gar nicht. Das scheint normal zu sein, what the fuck? Das ist mir noch nie aufgefallen. Lol. Interesting. Okay, dann. Ich dachte schon, ich hätte heute einen super Finger erwischt. Einen super Upgrade-Finger. Und wir würden quasi innerhalb von Sekunden durchklicken. Aber dem war wohl nicht so. Ich muss das echt öfter machen. Ich muss das öfter machen, als dieses Event stattfindet. Sonst verliere ich irgendwann noch meinen Verstand. Oh man. Hier braucht man immer das Gleiche, ne? Genau. Na ja, gut, okay, ich würde sagen, wir machen erstmal die Waffe fertig. Also, ich meine, die benutzt da sowieso andere Runen als die Rüstung, keine Frage. Ich weiß das. Aber trotzdem, machen wir erstmal die Waffe fertig. Sollte ich zwischendurch keine Lust mehr haben, dann ist die Waffe auf jeden Fall am wichtigsten. Ne, Spaß, wir werden schon alles durchballern, aber das ist echt. Also, das ist so ätzend. Das ist so customer-unfriendly. Das ist crazy. Ich kann es nicht oft genug betonen, aber seid froh, dass es keine Facecam gibt bei FNAF Legacy. It's disgusting. Von wie waren das noch keine paar hundert, ey? Das waren jetzt safe ein paar hundert. Ah, wie viel waren das jetzt? Na gut, 21 sind noch übrig. Schaut euch an, wie schnell 21 weg sind. Aber wollt ihr mir erzählen, dass ich für ein paar hundert so lange brauche? Das gibt die meiste Kampfkraft. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich kann es gerade nicht lesen. Ich glaube, AP Regen bei Hit. Oder? Ne, ist extra Schaden, oder? Ne, es ist AP Regeneration bei Treffer, ja. Wieso gibt das so viel Kampfkraft? Das verstehe ich nicht. Daran sieht man, was Kampfkraft für ein lächerlicher Wert, lächerlicher und aussageloser Wert es ist. Wieso gibt das hier mehr Kampfkraft als zum Beispiel AP? Weil grundsätzlich mehr AP zusammen ist ja besser als. Ich meine, gut, okay, natürlich ist es schon gut, wenn du dich pro AP heilst, pro Schaden heilst. Aber wenn du grundsätzlich einfach viel mehr Leben hast, bringt dir das wahrscheinlich mehr. Also die Heilung ist extrem stark. Aber wenn du ein paar Millionen Leben hast und du heilst dich um 1200, ist das ziemlich wenig. AKA gar nichts. So. Die letzte Rune ist immer die schönste, weil die kann man nicht benutzen. Das ist immer das Schöne an der. Die Vakuum. Ich glaube, das ist gar nicht die Vakuum. Ich glaube, die für die Rüstung heißt Vakuum. Aber not quite sure. Oh, mir tut der Arm weh, ey. Oh mein Gott. Jesus Christ. Müssen es aber gleich haben. Dann kommen die Rüstungen. Dann kommen die Rüstungen, okay. Ah,
Naja, die Zyklonrune ist das, genau. Vakuum ist bei der Rüstung. Ah. Oh mein Gott, wir haben mit dem Helm noch nie Blockieren und Schadensreduktion rein, weil wir das immer in die Rüstung haben, oder wie? Ja gut, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall mal überall ein bisschen was rein. Ich weiß doch nicht wieso, es dürfte eigentlich komplett irrelevant sein, aber es sieht einfach besser aus, wenn da nicht 0 drin steht. Irgendwas Zweistelliges einfach. Da geht nichts und hier dann quasi das gleiche nochmal. So. Und yeah. Alright. Dann haben wir hier 160 ist das Maximum, das erreichen wir ganz schnell. Warte mal, gucken wir mal, wie viel Kampfkraft es uns ungefähr gibt. Ich sag keine 2000 oder so. Wir haben jetzt 4, 5, 4, 4. Ich schreibe es mir mal auf, weil ich werde es sehr vergessen. 4, 5, 4, 4. Also sind die ersten vier Ziffern. Mal gucken, ob sich davon eine verändert. Ja gut, okay, die vierte wird sich auf jeden Fall verändern. Aber mal gucken, wie sehr sich's verändern wird. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Bei der Suit, genau. Und fertig. Dann machen wir das gleiche beim Helm, weil der hat auch so ein niedriges Maximum. Genau. Machen wir jetzt mal alles, was so ein niedriges Maximum hat zuerst. Ja, die haben alle so ein niedriges Maximum. Das ist auch LP-Regeneration bei Treffer. Und gibt wieder so viel Kampfkraft, also in Anführungszeichen so viel. Oh, Moment, seelengebundene Items. Oh. Das sind toll, ich habe 500 ungebundene davon. Damn. Und hier ist auch 160 das Maximum, okay. Das erklärt, warum ich davon so außerordentlich viele habe und von einer nicht. Alright, gut, dann sind wir mit den blauen fertig. Ja gut, dann ist es gar nicht mehr so ultra viel. Ne. Und so wie ich das sehe, haben wir die Suit mit Abstand am krassesten verbessert. Also warum damit nicht weitermachen? Let's go. Alles in die Suit. Ob mein Leiden jemals ein Ende haben wird. Ja, ich muss es echt öfter machen. Ganz ehrlich, erinnert mich mal, please, dran. Also, ihr könnt mir gerne mal, keine Ahnung, in 4 Wochen oder so könnt ihr mich mal dran erinnern, dass ich das öfter mache. Also, ich muss es halt einmal noch in der Mitte machen. Dann wäre es nämlich nicht so schlimm, weil dann wären wir jetzt schon lange fertig. Wenn ich quasi noch so ein Mit-Upgrade machen würde. Also, nicht quasi nur beim Upgrade-Event immer die Dinger benutze, sondern zwischendurch irgendwann nochmal. Also das Problem ist halt, die haben halt kein Event, also es gibt kein Runen- oder Element-Event. Das heißt, wann du sie benutzt, ist im Endeffekt egal. Was natürlich ein Vorteil ist, weil das heißt, du kannst sie einfach immer benutzen. Nachteil ist aber auch, dass man es einfach vergisst, weil durch die Events wird man immer wieder daran erinnert, zum Beispiel seinen ganzen Sternstaub zu verbrauchen und so weiter und so fort. Einfach nur, weil du bei den Events halt immer eine erhöhte Chance hast. Du hättest halt auch beim Upgrade-Event ist es halt besser jetzt zu upgraden, weil du einfach eine erhöhte Chance hast, dass es klappt. Und so ist es bei jedem Event, aber wenn es halt kein Event dafür gibt, dann, ja, dann wirst du auch nicht automatisch dran erinnert, sozusagen. Puh. Jesus Christ. 325 Mal muss ich noch klicken. 305, also klicken in, naja, ihr wisst, was ich meine. That is quite a lot. Wahrscheinlich fällt mein Handy gleich auseinander oder der Bildschirm zerspringt. Ist das ein Garantiefall? Was? Ich habe 46.000 Mal auf die gleiche Stelle getappt wegen Flife Legacy. Ist das ein Garantiefall? Ja, natürlich.
Mal gucken, ob mir Flyf Legacy das Handy ersetzen wird, Kappa. So. Ich glaube, wir müssen jetzt in der Nähe des Endes sein. Gucken wir mal. 89 noch, ein Viertel. Zerstör den fertigen Button los. Aber da steht Runen-Upgrade, nicht fertigen. Das ist ja fast das Gleiche. Oh. Oh. Jesus Christ. Oh, das ist echt... Es ist nicht anstrengend, aber... Also ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich kann es gar nicht erklären. Man spannt halt den Arm so an und dann tappt man halt so schnell. Das geht richtig auf den Ellbogen, also es wird richtig der Knochen. Oh man, kriegst echt noch eine permanente Disability von dem Game. Nicht nur mental, sondern auch physisch. Aber gut. Ja, dann war's das. Den Rest kann man nicht... Achso, nein, Moment. Oh no. Ausweichen kann man auf Helm und Schuhe machen. Oh no. Oh no, ich dachte, die Vulkanrunen können wir nicht benutzen. Ich dachte, die kann man nicht benutzen. Oh mein Gott, wir sind noch nicht fertig. Nochmal 300 Upgrades durchballern. No way. Achso, ihr könnt noch raten, wie viel Kampfkraft wir jetzt haben werden. Also vorher waren es 4, 5, 4, 4. Extra aufgeschrieben. Also ich sage, es sind 4, 5, 5, 1. Also ich sag quasi, wir haben so 6.000 bis 7.000 Kampfkraft ungefähr bekommen. Ich glaube, das fast ein bisschen vieles. Aber naja, ich glaube, das kommt schon ungefähr hin. Oh mein Gott, wie viel sind das noch? Oh, 16, okay. Ah, Jesus. Also, fertig. Oh man. I'm so done. Wenn die Waffe T8 ist, können wir wahrscheinlich die Schadensreflexion, also die Zyklonruhen auch wieder benutzen. Oh, Mann, freue ich mich darauf schon. Yay. Alright. So. Ah genau, wie viel Kampfkraft haben wir? 4, 4, 5, 4, 6, das waren gerade mal 2000. Ja gut, weil die 6er, waren die 6er dann schon vorbei oder was? Ja gut, es gibt nicht jedes Upgrade 6 Kampfkraft, die 6 ist nur immer alle paar Upgrades. Na, ist ja egal, fett verschätzt auf jeden Fall. Ja, diese Upgrades sind dann echt so useless, aber trotzdem will man sie halt irgendwie haben. Aber effektiv macht es eigentlich legit keinen Unterschied. Aber gut. Wobei die wahrscheinlich im Verhältnis zu der wenigen Kampfkraft, die sie geben, wahrscheinlich sogar relativ viel bringen. Anders als jetzt andere Sachen wahrscheinlich. Also zum Beispiel das Waffenupgrade hat uns, keine Ahnung, so 100.000 oder so gegeben. Effektiv aber wahrscheinlich ist es nicht mehr 20.000 Kampfkraft, also richtige Kampfkraft sozusagen wert. Und die ganzen Dinge haben uns wahrscheinlich nur 2.000 gegeben, sind wir wahrscheinlich locker 10.000 wert in richtiger Kampfkraft gerechnet. Wer keine Ahnung hat, was ich meine, der, naja, vergesst es einfach. So, wir haben noch ziemlich viele Mummelfragmente übrig, 741, wir haben gar nicht so viel verbraucht, wie ich dachte. Das heißt, man könnte eigentlich noch weiter upgraden, aber das würde ja wirklich nur ein Maniac tun und deswegen mache ich das nicht. Was man natürlich machen könnte, man könnte auf Trash-Equipment weiter upgraden, das machen auch viele, sieht man auch öfter. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er wieder Shit Trash ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Aber grundsätzlich kann man natürlich auch auf Trash-Equipment weiter upgraden und wenn man da zum Beispiel plus 13 schafft, das dann übertragen. Aber, jo. Ich weiß nicht, wollen wir das machen? Wobei, wie viel Orikalkum habe ich denn noch? Wenn es mein Inventar blockiert, dann... Ja gut, 585. Es geht. Ja, wir könnten es probieren. Wir könnten es ja bei der gesegneten Armbrust machen. Das ist ja nicht mal Trash-Equipment. Das könnte man theoretisch übertragen. Ja, wobei... Ja. Ja gut, okay, dann machen wir es einfach. Also plus 12 wäre das Ziel. Mindestens. Ist einfach nur für die Armbrust an sich, ohne das übertragen.
Damn, das ist wirklich der Fluch der Armbrüste. Never lucky. Da hat sich zumindest mal kurz wieder die 10 gezeigt. Dachte sich, ja, auch schon lange nicht mehr vorbeigeschaut. Oh, ah. Da war sie nochmal kurz die Milch vorbeigebracht, die sie sich ausgeliehen hat vor einer Woche. Da war wohl keine Lust auf ein längeres Pläuschchen, schnell wieder abgedampft. Okay, irgendwie ist das nicht so erfolgreich. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Nochmal plus 10, nochmal. Oh man. Wie viel haben wir noch? Na gut, so viel war das jetzt gar nicht. Ja, wobei doch, wir haben noch 300, oh mein Gott. Oh man. Wir haben sie halt, glaube ich, kein einziges Mal zurück auf plus 11 gebracht, ne? Wir haben sie kein einziges Mal zurück auf plus 11 gebracht. Oh mein Gott, no way. Ich will doch nur plus 12 haben, Bro. Uff. Jesus, okay, probieren wir noch was anderes, würde ich sagen. Das war ein ziemlicher. Wir haben noch 146. Ja, okay. Wir könnten noch irgendwie einen Pseudo-Helm oder so machen. Ach, wobei, wisst ihr was, ist immer noch so wenig. Egal. Es war ein Versuch wert, hat nicht geklappt. Egal. Nicht so schlimm, wir haben das, was wir wollten. Armbrust wieder auf plus 13 und alles andere auf plus 12. Durch den Upgrade-Buff müsste das sein, sollten wir jetzt auch wieder deutlich stärker sein. Vorher waren es 8 Rüstungen auf plus 12 oder höher. Und jetzt sind es zwar auch nur 10, also das nächste wäre dann 8 Rüstungen auf plus 13 oder höher. Aber trotzdem ist es schon mal ziemlich gut. Es sind 3% mehr physische ATK und entsprechend nice. Und das Upgrade an sich ist ja auch ein bisschen stärker. Genau. Und ja, dann hoffe ich, haben wir alles gecovert. Wie gesagt, wir sind noch nicht ready für Ultimate Upgrades, also selbst wenn ich jetzt die Klassenquest machen würde, ja, ich weiß, aber wir könnten noch keine Ultimate Items erstellen, weil ich einfach die Items dafür noch nicht ganz habe. Wir haben sie fast, muss man sagen, also uns fehlen wirklich nur 2 T6 Items bei den ganzen Rüstungen und so. Das geht eigentlich ziemlich schnell. Also eins haben wir ja schon bei den meisten, das heißt, es fehlen eigentlich nur noch 3 T5er, teilweise auch nur 2 T5er, also das geht eigentlich relativ schnell, das sollte man in ein paar Tagen theoretisch schaffen können, zumindest zum Teil. Und ja, aber das ist ja genau die Zeit, die ich noch brauche, um Level 600 zu erreichen, also heute werde ich noch 599 wahrscheinlich erreichen und morgen dann hopefully 600. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Video, fürs Zuschauen vom Video oder fürs Anschauen vom Video. Sorry, dass es ein bisschen länger war, sorry, dass es wieder so Upgrade-lastig war, aber das muss ab und zu mal sein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Würde mich über einen Like, Kommentar und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.